Einen guten Morgen wünsche ich euch, beziehungsweise einen wunderschönen guten Tag. So, bevor wir jetzt los... Lydia, bist du jetzt traurig, dass wir ihn umgehauen haben? Passiert leider. So, was wollte ich jetzt... Ach genau. Also, der hat nichts. Also, sieht wie folgt aus. Ich bin jetzt gerade im Urlaub. Sprich, es wird jetzt vorübergehend erstmal nur zweimal die Woche Videos geben. Das hier haue ich jetzt Montag raus. Das andere würde dann Donnerstag kommen. Und dann die nächsten drei Wochen nur Dienstag, Donnerstag. Um dieselbe Uhrzeit nach dem Urlaub geht es dann normal weiter. Ja, was haben wir denn in der letzten Folge gemacht? Wir haben einen Wald da draußen umgeklatscht. Und müssen jetzt uns durch das Haus von Mercer scheinbar prügeln. Coole Gesichtsbemalung. Dietrich Gold nehmen wir alles mit. Ich guck da immer rein. Wenn da leer drauf steht, ich guck da trotzdem rein. Na, den können wir mal mitnehmen. Bringt uns zwar nichts, weil wir, glaube ich, bessere haben, aber lässt sich nicht öffnen, ist klar. Oh, Gold. Oh, Gold. Oh, Gold. Hatten wir in der letzten Folge schon, ne? Die. Gold. Das Amulett der Könige. Nehmen wir mal mit. Ich glaube, das besitzen wir noch nicht. Oh, die Bella-Statue. Irgendwie kommt mir das heute auf dem Ohr so laut vor. Aber eigentlich hoffe ich, dass es für euch die richtige Lautstärke hat. So, ich habe es für mich jetzt mal ein bisschen leiser gedreht. Das war zu leise. So ist besser. Ja, komm, gehen wir erst runter. Regeneration, was bist du? Achso, ein Hahn. Hähne brauchen wir nicht. Nee, hier ist sonst nichts. Nein. An den Eigentümer. An den Besitzer von Gut Riftwald. Ich bin es nicht gewohnt, unter solch schwer verschwiegenen Umständen zu arbeiten. Doch eure... großzügige Entschädigung für die Unannehmlichkeiten war mehr als angemessen, um das Projekt abzuschließen. Sowohl die Balkonrampe als auch der Bodenmechanismus waren interessante Projekte und ich hoffe, ihr werdet feststellen, dass sie euren überraschend genauen Spezifikationen entsprechen. Solltet ihr meine Talente noch einmal benötigen, stehe ich euch gern wieder zu Diensten. Giltinius Dandoril. Okay. Dann lasst uns doch mal diesen Bodenmechanismus finden. Gold. Noch mehr Gold. Ja, sitzt fest und lässt sich nicht öffnen, ist klar.
Okay, das war jetzt einfacher als erwartet. Das war jetzt viel einfacher. Ich habe jetzt, bin ich ehrlich, erwartet, dass wir nochmal alle Schränke abgehen müssen, bevor wir die richtige Vitrine finden. Da geht's lang. Oh, da ist eine Truhe. Na gut, so funktioniert das scheinbar nicht. Dietrich Gold. Oh, Vulkanblasbogen. Ist der... Immer noch da? Wie kann ich euch dienen, Tane? Wo ist denn dein... Ja, der ist besser. Lydia, du bekommst jetzt einen Vulkanblasbogen. Ihr geht vor, ich folge. Ja, dann geh bitte aus dem Weg. Geh aus dem Weg. Was habe ich ausgelöst? Ja, du machst das schon, Lydia. Im letzten Moment habe ich das Ding gesehen. Im letzten Moment. Da war es schon zu spät. Oh. Eisspalter-Vitrine. Sieht aus wie ein nettes Schwertchen für uns. Hallo? Hallo? Ja, geht doch. Vielen Dank. Ich weiß nicht, wie ihr den Gegenstand, über den wir gesprochen haben, in die Hände bekommen konntet. Aber ich bin mehr als zufrieden. Ich dachte, ihr würdet einfach warten, bis der Gegenstand von Schloss Elend zu seinem endgültigen Bestimmungsort gebracht werden würde. Doch nach allem, was ich gehört habe, ist er geradewegs aus ihrer Waffenkammer verschwunden. Ich wünschte, ich wüsste, wie ihr an den Wachen vorbeischlüpfen, das Fallgatter umgehen, die Tür zur Waffenkammer aufschließen und die mit einem Zwergenrätsel verschlossene Truhe aufbrechen konntet. Diesen kleinen Trick müsst ihr mir irgendwann einmal beibringen. Ich habe euren Anteil in dem üblichen Versteck zurückgelassen und habe vielleicht bald einen neuen Auftrag für euch. Die Dralle Argonische Maid. Die rote Küche. Ah, fürs Schleichen. Sehr schön. Erstmal kurz gucken, was hier noch so ist. Ganz im Feuer, Pelinal. Ja, kommt, ich nehme die jetzt einfach mal alle mit. Und leg die nach Folgenpause mal schnell im Tundragut ab. Nase läuft heute Morgen, ich weiß gar nicht warum. So. Oh. Hallo? Ja, nehme ich die Schale halt mit. Büste des grauen Fuchses. Die Quest haben wir auch noch. Stimmt. Die habe ich bis jetzt vergessen.
Müssen wir uns noch drum kümmern. Flop. Zeit für lange Worte. Ich muss Mercer finden, bevor er mich findet. Oh ja. Nach dieser kleinen Schönheit habe ich gesucht. Wenn ihr wieder einmal seltene Schmuckstücke wie dieses findet, dann bringt sie zu mir. Ich verspreche euch, das muss von Mercer stammen. Er hatte eine Weile großen Respekt vor dem grauen Fuchs. Klar, das kaufe ich. Hier, bitte. Ah, jetzt hat er was anderes gesagt und ich hab's versehentlich übersprungen. Das wird gefährlich. Egal. Lasst euch nicht überrumpeln. Von wem? Von Mercy? Nee. Das wird schon. Ich glaube zwar, dass wir auf dem Weg dorthin sterben werden, mehr als nur einmal, aber das sollten wir trotzdem hinkriegen. Wir haben die Stadt abgesucht und mit jedem Kontakt gesprochen. Mercer bleibt spurlos verschwunden. Hattet ihr mehr Glück? Er war nicht da, aber ich habe diese Pläne gefunden. Bei Shaws Bart. Er ist hinter den Augen der Falmer her? Das war Gallos Projekt. Wenn er sie in die Hände bekommt, hat er ausgesorgt und wird für immer verschwinden. Dann müssen wir ihn aufhalten. Einverstanden. Er hat der Gilde alles genommen und sich eines der letzten großen Beutestücke schnappen zu wollen, ist eine Beleidigung. Ich habe mit Kalia gesprochen und sie für die Behandlung durch die Gilde entschädigt. Nun möchte sie mit uns beiden reden. Schnell, wir haben keine Zeit zu verlieren. Bis zum nächsten Mal, Würschchen. Kalia, Kalia. Was wollt ihr? Ihr habt schon für genug Ärger gesorgt. Der einzige Mann, der dumm genug ist, ihn nach seinen Leistungen im Schlafzimmer zu benennen. Dumme Kuh, ihr wisst ja gar nicht, was euch entgeht. Nein, aber ich weiß, dass ihr eines Tages vielleicht plötzlich verschwunden sein werdet, wenn ihr so weiterredet. Was braucht ihr? Kalia. Brynjolf, es ist Zeit, über Mercers Schicksal zu urteilen. Bis ein Gildenmeister gewählt ist, kommt diese Entscheidung euch zu. Ja. Und ich habe eine Entscheidung getroffen. Mercer Frey hat versucht, euch beide zu töten. Er hat die Gilde betrogen, Gallus ermordet und unsere Zukunft gefährdet. Er muss sterben. Wir müssen sehr vorsichtig sein, Brynjolf. Mercer ist eine Nachtigall, ein Agent von Nocturnal. Dann ist es alles wahr. Alles, was ich gehört habe. Die Nachtigallen, ihre Loyalität zu Nocturnal und das Dämmergrab. Ja, darum müssen wir uns bereithalten und Mercer auf Augenhöhe begegnen. Direkt außerhalb von Rifton, hinter dem Südosttor, führt ein schmaler Pfad den Berghang hinauf. Am Ende dieses Pfades befindet sich eine Lichtung mit einem alten stehenden Stein. Ich möchte euch beide bitten, mich dort zu treffen. Eigenhändig ein Rudel Trolle verjagt, oder? Das kriegen wir hin, Kalia. Ich mache mich jetzt auf den Weg dorthin. Beziehungsweise gucken wir mal kurz. Aha, bisschen Platz. Ich gucke erstmal, was ich verkaufen kann. Wollt ihr euch den ganzen Tag nur umsehen? Das, was ihr hier seht. Nein, ich will die Sachen andrehen. Eisenpfeile. Ja, komm, weg damit. Elfenstreitkolben weg. Goldbrand. Jetzt nicht wirklich sehr spannend. Stendors Hammer, Umbra. Achso, ich musste unbedingt die großen Schwerter noch wegbringen. Als Gelte goldener Ring. Oh, ich glaube, ich ziehe mir gleich den Jägerrucksack an. Zutaten,
Bücher. Ja, hier ist ein bisschen was dazugekommen. Eine davon kann weg. Kommt wieder, wenn ihr mehr Gold ausgeben wollt. Ich kann es auf jeden Fall gebrauchen. Ja. Das Gemüse ist so frisch wie ein Wintermorgen. Schwarzsonnenbrauerei, was soll ich denn da drin? Ich muss Genau, da soll ich hin. Wir reisen mal kurz ins Tundragut. Und dann kann ich da schnell die Sachen ablegen. Ich schmeiß das jetzt erstmal alles in die Sammelkiste und den Rest machen wir dann später. Mache ich, wenn keiner guckt. Hoffentlich taucht diesmal kein Drache auf wie bei den letzten Malen. Gleich nach unten. Die bringe ich gleich direkt nach unten. So, Bekleidung. Oh, Lydia, komm mal her. Ich bin direkt hinter euch. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Kannst du diese Ringe auch tragen? Ich hoffe, sie kann die Ringe auch tragen. Ablegen. Ablegen, ablegen. Die Bücher können direkt nach unten. So, die Bücher sind schon mal weg. Aber wieso habe ich denn noch so eine hohe Traglast? Achso, wegen den... Ja. Goldbrand. Die Klinge der Nacht. Die Gallen. Sanguines Rose. Und Umbra. Jetzt noch Ständers Hammer drin, ne? Ja. Ständers Hammer. Stab der Spinnenbeherrschung passt da auch nicht mehr mit hin. Habe ich nichts von. So. Alles weg.
Amethyst. Oh, nein. Die müssen weg. Das muss weg. Schale, Silberbarren, Smart, Stahlbarren, Weltkind, Centurio, Dynamo, Kern. So, weiter geht's. Wir haben alles abgelegt. Das sollte für uns vorher reichen. Wie schön, dass wir auf unserer Erkundungstour in den ersten Folgen schon einmal da hinten waren. Jetzt können wir einfach Schnellreise machen. Nervtöter wieder auswählen und wegstecken. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Welche Bedeutung hat dieser Ort? Dies ist das Hauptquartier der Nachtigallen, das die ersten von uns in den Berghang gebaut haben. Wir sind hierher gekommen, um uns den Vorteil zu verschaffen, den wir brauchen, um Mercer frei zu besiegen. Was für ein Vorteil? Wenn ihr mir folgt, versuche ich es euch unterwegs zu erklären. Erzählt mir etwas über die Nachtigallen. Gallus, Mercer Frey und ich waren früher Mitglieder der sogenannten Nachtigall-Dreieinigkeit. Die Dreieinigkeit endete vor 25 Jahren, als Mercer Frey uns verriet, indem er Gallus erschlug und seine Leiche in die Ruinen der Schneeschleier-Zuflucht warf. Gehörten Sie zur Diebesgilde? Indirekt. Die Dreieinigkeit wird zwar meist aus Mitgliedern der Gilde ausgewählt, aber ihre Existenz ist ein gut gehütetes Geheimnis. Wozu sind sie da? Die Nachtigallen schützen den Tempel der Nocturnal, der als Dämmergrab bekannt ist. Wer ist Nocturnal? Sie ist die Geliebte der Nacht und der Dunkelheit und die Schutzpatronin jedes Diebes in Tamriel. Ich habe noch nie einen Dieb getroffen, der jemanden verehrt hat. Nocturnal legt keinen Wert auf Anbetung und Verehrung. Es gibt keine Priester und keine Predigten, keine Gottesdienste und keine Kollekten. Sie nimmt Einfluss auf unser Glück und erwartet dafür eine Gegenleistung. Hört sich nach einem guten Gildenauftrag an. Ihr seid näher daran, es zu verstehen, als euch klar ist. Der einzige Unterschied besteht darin, dass sie keine Bezahlung im traditionellen Sinn des Wortes verlangt und die Kosten manchmal recht hoch sein können. Ob es euch bewusst ist oder nicht, wie gut wir als Banditen sind, bestimmt allein Nocturnal. Ich verlasse mich nur auf mein Geschick, nicht auf irgendwelche Kräfte oder Magie. Noch einmal, ihr müsst anders denken. Habt ihr denn noch nie beobachtet, wie sich unser Glück verhält? So wie ein Novize, der ein unmögliches Schloss aufbricht, oder ein blinder Mann, der sich euch plötzlich zuwendet, während ihr nach seiner Tasche greift? Auf diese fast unmerkliche Weise übt Nocturnal Einfluss auf uns aus. Klingt, als würde es ihr Freude bereiten, uns leiden zu sehen. Die Launen Nocturnals sind für uns alle das größte Rätsel. Ganze Bände sind zu diesem Thema bereits geschrieben worden. Erzwingt sie die Bezahlung, wenn wir sterben? Ergötzt sie sich an unserem Elend, wenn wir leiden? Das weiß niemand. Der Lohn scheint das Risiko aber durchaus wert zu sein. Werde ich eine Nachtigall? Ich renne jetzt nackt durchs Feld. Werde ich eine Nachtigall? Es tut mir leid. Werde ich eine Nachtigall werden? Ja, das hoffe ich zumindest. Hier entlang, bitte. Oh Gott, ich bin eine Nachtigall.
dann gehe ich einfach schon mal vor, wenn die alle hier jetzt doof stehen. Das ist also die Nachtigallhalle. Ich habe davon gehört, als ich in die Gilde eintrat, aber nie wirklich daran geglaubt. Der Gedanke, dass es sich bei den Nachtigallen nur um einen Mythos handle, wurde absichtlich in der Gilde verbreitet. So wurde die Aufmerksamkeit von unserem wahren Wesen abgelenkt. Was ist denn, Brynjolf? Ich kann schon fast hören, wie ihr die Stirn runzelt. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich versuche zu verstehen, warum ich hier bin, Mädchen. Ich bin kein Priester und ganz bestimmt nicht religiös. Warum also ich? Es geht hier nicht um Religion, Brynjolf. Es geht ums Geschäft. Ja, und weiter. Ach, Galia. Seit über einem Jahrhundert seid ihr der erste Uneingeweihte, der einen Fuß hier hineinsetzt. Wenn ihr nun beide zur Rüstkammer gehen würdet, um eure Nachtigallrüstung anzulegen, können wir mit dem Eid beginnen. Welche Rüstkammer? Diese ganzen Informationen verwirren euch etwas, nicht wahr? Ein bisschen, Brin. Ein bisschen. Ja, schöne Rüstung, schöne Rüstung. Das muss man ja sagen, die Nachtigallenrüstung ist verdammt cool. Sie ist richtig, richtig cool. Ihr scheint bereit für den Eid zu sein. Ja, geh weiter. Ihr scheint bereit für den Eid zu sein. Och Mann. Dass sie sich andauernd umdrehen müssen, wenn man mal zu nah dran kommt. In Ordnung. Wir haben die Sachen an. Und jetzt? Hinter diesem Tor tut ihr den ersten Schritt, um eine Nachtigall zu werden. Jetzt mal halblang. Die Rüstung ist in Ordnung. Aber eine Nachtigall zu werden, so haben wir nicht gewettet. Damit wir auch nur hoffen können, Mercer zu besiegen, müssen wir Nocturnal auf unserer Seite haben. Wenn sie euch als einen der ihren akzeptieren soll, dann muss eine Vereinbarung getroffen werden. Welche Art von Übereinkunft? Ich muss die Bedingungen wissen. Die Bedingungen sind ganz einfach, Brynjolf. Nocturnal wird euch gestatten, eine Nachtigall zu werden und eure Fähigkeiten für alles zu nutzen, was ihr wollt. Und im Gegenzug müsst ihr im Leben wie im Tod als Wächter des Dämmergrabes dienen. Einen Haken gibt es immer, aber zu diesem Zeitpunkt gibt es nicht mehr viel zu verlieren. Wenn es das Ende von Mercer frei bedeutet, bin ich dabei. So leicht lässt er sich überreden. Was ist mit euch? Seid ihr bereit, euren Eid gegenüber Nocturnal abzulegen? Oh, ich glaube, die Daedra werden sich nachher sowieso um uns streiten. Von daher, ja, ich bin bereit. Gut. Wenn ich das Tor öffne, stellt euch bitte auf den westlichen Kreis. Stell dich auf die Rune am Boden. Die Zeit läuft und Mercer ist immer noch da draußen. Wir sollten langsam loslegen. Ja. Ich bin schon längst fertig. Was ist mit euch? Lydia, warte. Die Zeit läuft und Mercer ist immer noch da draußen. Ich gebe euch, wie ihr wünscht, Tane. Wir sollten langsam loslegen. Ich rufe euch, Lady Nocturnal, Königin der Dunkelheit und Gebieterin der Schatten. Hört mich an. Ah, Kalia,
Ich hatte mich schon gefragt, wann ich wieder etwas von euch hören würde. Ihr habt wohl etwas verloren. Meine Gebieterin, ich vertraue mich eurer Gnade an und übernehme die Verantwortung für mein Versagen. Ihr seid bereits mein Kalia. Eure Bedingungen sind schon vor langer Zeit ausgehandelt worden. Was könntet ihr mir jetzt noch anzubieten haben? Ich habe zwei andere, die den Eid leisten und die euch im Leben wie im Tod dienen wollen. Ihr überrascht mich, Kalia. Dieses Angebot fällt eindeutig zu meinen Gunsten aus. Mein Wunsch nach Mercers Ableben übertrifft mein Verlangen nach Reichtum bei weitem, euer Gnaden. Rache, wie interessant. Also gut, die Bedingungen sind akzeptabel. Ihr dürft fortfahren. Lady Nocturnal, wir nehmen eure Bedingungen an. Wir weihen uns euch sowohl als Rächer als auch als Wächter. Wir werden unsere Vereinbarung in diesem Leben wie im nächsten einhalten, bis eure Bedingungen erfüllt sind. Also gut. Ich ernenne eure Eingeweihten zu Nachtigallen und stelle bei euch den gleichen Status wieder her, Kalia. Und in Zukunft solltet ihr mich lieber nicht noch einmal enttäuschen. Nun, da ihr den Eid geschworen habt, ist es an der Zeit, euch den letzten Teil des Rätsels zu enthüllen. Mercers wahres Verbrechen. Hat er noch mehr getan? Mercer konnte nur deswegen ohne zwei Schlüssel die Schatzkammer der Gilde aufschließen, weil er etwas aus dem Dämmergrab gestohlen hatte. Den Skelettschlüssel. Dadurch hat er unsere Verbindung mit Nocturnal aufs Spiel gesetzt. Und im Grunde bewirkt, dass uns das Glück ausgegangen ist. Dieser Schlüssel passt also zu jedem Schloss? Das schon. Aber bei dem Schlüssel geht es nicht nur um physikalische Hindernisse. Wir alle verfügen über Fähigkeiten, die wir noch nicht nutzen. Das Potenzial, große Macht auszuüben, ist tief in uns verborgen. Sobald ihr versteht, dass der Schlüssel auf diese Eigenschaften zugreifen kann, wird das Potenzial grenzenlos. Das klingt, als sollte ihn besser niemand besitzen. Gut, dann versteht ihr also, warum es hier um mehr geht, als nur um Mercers Gier nach Macht. Wenn der Schlüssel nicht in sein Schloss im Dämmergrab zurückgebracht wird, wird für die Gilde nichts mehr so sein, wie es war. Mit der Zeit würde unser Glück schwinden, bis praktisch nichts mehr übrig wäre. Und ob es euch bewusst ist oder nicht, unser verblüffendes Glück ist für unser Gewerbe schon sprichwörtlich. Das erste Mal, dass ich losziehe, um etwas zurückzugeben. Na, nicht ganz wahr in unserem Fall, aber passt schon. Wohl wahr. In unserer Branche geht es selten darum, einen gestohlenen Gegenstand seinem rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben. Los geht's. Bevor wir abreisen, möchte Brynjolf noch etwas Geschäftliches besprechen. Ihr solltet euch anhören, was er zu sagen hat. Hört zu, Bürschchen. Eines müssen wir noch klarstellen, bevor wir uns Mercer schnappen. Die Führung der Gilde. Muss ich dich jetzt anquatschen? Hört zu, Bürschchen. Kalia und ich haben vor eurem Eintreffen lang darüber gesprochen. Dank eurer Leistungen wurde Mercers Verrat aufgedeckt. Nachdem wir uns mit ihm befasst haben, müssen wir nur noch die Gilde zu alter Stärke zurückbringen. Wir beide glauben, dass ihr das Potenzial besitzt, Mercers Nachfolger als Anführer der Diebesgilde zu werden. Ich? Warum ich? Warum nicht ihr? Ich bin schon lange dabei, mein Freund. Sehr lange. Ich habe den Adligen ihre Schätze gestohlen und Priestern Morde angehängt. Ich mache meine Sache gut und bin vielleicht sogar einer der Besten. Aber das ist alles, was ich kann. Ich bin kein Anführer. Ich hatte nie das Verlangen und es war mir auch nie wichtig. Ich will es nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Nun ja,
Wir haben vor eurer Beförderung erst noch einen kleinen Auftrag zu erledigen. Werdet jetzt also nicht sentimental. Diese Augen, dieses Glitzern der Augen, was man da die ganze Zeit sieht, ist ein bisschen gruselig. Einverstanden. Dann steht es fest. Wenn alles vorbei ist und Delvins Kontakte mir versichern, dass wir in Himmelsrand wieder Fuß gefasst haben, befassen wir uns mit den Einzelheiten. Bis dahin haben wir noch viel Arbeit vor uns. Dann sollten wir keine Zeit verlieren. Ich habe mich mit den Plänen befasst, die ihr uns gebracht habt, und bin mir sicher, dass die Augen der Falmer sich in den Zwergruinen in Irkintand befinden. Kalia und ich werden euch dort treffen. Macht euch bereit, Bürschchen. An den Kampf wird man sich lange erinnern. Meint ihr, wir haben eine Chance gegen Mercer? Hättet ihr mich gestern gefragt, wäre meine Antwort nein gewesen. Aber nun sind unsere Chancen gestiegen. Erklärt mich für verrückt, aber ich vertraue Kalia. Ich glaube nicht, dass sie uns auf eine Selbstmordmission führen wird. Außerdem sterbe ich lieber mit Mercers Blut an meiner Klinge, als den Rest meines Lebens zu bedauern, davongelaufen zu sein. Wir sind jetzt wohl Nachtigallen. Ja, und einiges von dem, was Kalia gesagt hat, ergibt langsam einen Sinn. Mercer hat vielleicht unseren Ruf beschädigt und unser Gold ergaunert, doch das geht selbst über seine Aktionen weit hinaus. Der alte Delvin nannte es immer einen Fluch und wir verspotteten ihn. Tja, zu früh gelacht. Bis zum nächsten Mal, Würschchen. Wir brechen auf, wie ihr wünscht, Tane. Ich werde euch mit meinem Leben beschützen. Ja, wir brechen auf, allerdings erst in der nächsten Folge. Ich danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Und denkt dran, die nächste Folge kommt erst Donnerstag und nicht Mittwoch. Dafür kommt auch Freitag keine Folge. Also dann, macht es gut. Ciao.